Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Handy SA Drakensang. Weißt du was? Ja. Ich mach das. Du kannst mal gucken, ob du wieder ein bisschen Zunderschwamm mitnimmst. Jawohl. Und dann schauen wir doch mal hier bei dieser Elf-Fee vorbei. Eine Elf-Fee. So. Ei. Eine spanische Fee. Eo. Spanische männliche Fee. Dort, eine Fee. Wie hell sie uns anfunkelt. Als wolle sie mit uns spielen. Wollen wir? Ab in den Feenkreis mit ihr. Na dann. Will ich jetzt da rein packen. Jetzt gehst du dahin, okay. Ich renne einfach mal hinterher. Ich weiß, ob da ein bestimmtes. Ja, ist ja gut. Muster abgelaufen werden muss. Vögel aufgescheut? Ne, jetzt gehst du wieder runter. Müssen wir die irgendwie auf einzeln stellen? Hm. War das mit dem Solo nochmal? Ah, guck mal ganz, okay. Stimmt, das können wir nochmal ganz vergessen. Können wir auch einblenden lassen, wie was jetzt schief läuft. Ja. Na? Ja. So, ich hoffe, ihr kommt jetzt nicht mit. Ja, kommt ihr? Sachen, die ich so lange nicht mehr benutzt habe. Leichen will ich nicht. Wo war denn dieser Solo-Modus? Hm, das glaube ich auch nicht verkehrt. Ansonsten, vorwärts, links, rechts, Rezeptbuch, Talente, speichern, laden. Hm. Bild auf und Bild ab können wir die Leiste noch durch, das ist schon mal gut. Offensiv, defensiv. Ich habe gerade tatsächlich keine Ahnung. Aber sicher. Jetzt hilft leider auch nicht so viel, dass ich halt nicht alles kann. Ja gut, das ist eigentlich schon mal gut zu wissen. Okay, das funktioniert. Hm. Na komm, bevor ich hier noch lang rumeier, dann lassen wir die Fee jetzt erstmal Fee sein.
Und wir fahren zurück nach Nadoret und kaufen da noch so einen Knauf. Ich glaube, das war aber das Letzte, was wir gebraucht haben. Dass ihr hier noch nach Herrn Ardos Heilung verweilen mögt, zeugt von Mut. Mir sind diese Elfen und ihre verwünschenden Wälder nicht ganz geheuer. Doch ich rede schon wieder zu viel. Was kann ich für euch tun? Einmal wo Abfahrt. Soll es hingehen? Zock. Schön hin und her kurven. Ja, ich glaube, das mit dem Jagdrevier können wir dann vielleicht auf dem Rückweg gerade mal machen. Wenn wir schon mal da sind. So, wo war ich nur gerade vor, Grimm? Was ist? Mal mit. Dann kannst du ja mal diesen Knauf holen. Ich glaube, da könnte es etwas schneller gehen. Wie gesagt, durch diese Schnellreisefunktion geht es halt doch alles angenehm schnell. Trägt ihren Namen zurecht. Bitte sehr. So, genau. Einmal, ich glaube, sonst brauchen wir nichts außer dem Knauf. Ja. So, da bitte einen von. Und günstig ist er auch nicht. Ja, beim Rest müssen wir dann einfach mal gucken, ob ich jetzt nicht auf gut Glück schon mal irgendwie Zeug mitnehmen. Das war's, Dankeschön. So, kurzer Abstecher, aber auf jeden Fall erfolgreich. So, so viel dann dazu. Dann machen wir jetzt erstmal das Rumgebastel für die. Nee, oder? Wir bringen den Typen erstmal weg. Hat der was zu erzählen? Neidisch die Gestalten da drüben zur Talaria rüberschielen. So einen Prachtkahn hätten die wohl auch gern. Natürlich. Ach, Nadoth. Berühmt für feines Tuch und seinen in solches gehüllten Herrscher. Oh, wie mich diese Dekadenz anderer deprimiert. Also scheinbar nicht. Du hast auch nichts zu erzählen? Ardos Reisekiste, da war ich ja noch gar nicht dran. Oh, guck mal. Ihr auch noch was da? Ich hole mir irgendwann ein Haustier und richte es ab, dass es mit mir Karten spielt. Und das heißt dann vier Pfotenkralle oder was? Oder vier Zehenkralle. Vielleicht habe ich ja dann auch einen Vogel, weißt du. Den hast du jetzt schon, du Spinner. Naja. Grimm? Altes Brötchen. So, und ihr habt auch noch ein bisschen was an Zeug da. Okay. Packen wir alles mal bei uns rein. So.
Umverteilung der Besitztümer und so. Ja, das verwirrte Tagebuch kann auch erstmal weg. Schmelderei. Den behalte ich auch mal noch. So, und dann geht's wieder zurück zu den Elfen. Ich komme immer gern nach. Oder beziehungsweise erstmal zum Jagdgebiet, glaube ich. Ganz gleich. Welche Sorgen? Ach, entschuldigt, ich rede zu viel. Was kann ich für euch tun? Wo soll es hingehen? So. Das endlose Geschwanke von Dielbrachs Schiff ging mir gehörig auf den Bart und... Ja, ich erzähle doch schon gleich weiter. Immer diese jugendliche Ungeduld. Aber von dieser ulkigen Bodenstange, von einem Vogt musst du noch hören, der ein Ritter sein wollte. Der nörgelte so lange, bis wir ihn hinbrachten zum Jagdrevier seines Herrn. Da wollte ich mir endlich mal die Beine vertreten. Es sei Dank, endlich angekommen. Nun kann ich mich meinen langweiligen Pflichten widmen und so tun, als sei es eine große Tat. Ihr meint, dennoch hoffe ich, ihr konntet die Überfahrt ein wenig genießen. Wenn ihr die Nässe, das unsägliche Gewanke einer Bootsfahrt und die Sorge um die Fracht als Vergnügen bezeichnen wollt, dann habe ich es wohl genossen. Nun, ihr seid am Ziel. Was mit der ausgemachten Bezahlung? Ein von Fardok zahlt zwar nicht gerne, aber er zahlt. Hier sind eure 5 Dukaten, wie vereinbart. Das ehrt euch. Habt Dank. Oh, nicht der Rede wert. Auch wenn es schwer fällt, dies zuzugeben, so war die Überfahrt mit euch doch zumindest interessant. Wenn ihr wünscht, dürft ihr gerne auf dem Gut jagen. Ihr habt meine Erlaubnis als Vogt. Redet am besten mit dem Jagdmeister, wenn ihr Hilfe braucht. Und zögert nicht, mich später aufzusuchen. Sicher werde ich bei der Verwaltung des Gutes auf genügend Unwägbarkeiten stoßen, bei denen ich eure Hilfe brauchen könnte. Auf dann. Ihr seid es wirklich, Herr Vogt? Sah das Schiff anlegen und habe mich schon auf Ärger gefasst gemacht. All die Piraten in letzter Zeit. Ah, guter Jagdmeister. Ein kleines, feines Empfangskomitee. Bescheiden, wie ich es mag. Wie steht es um das Revier? Habe eure Residenz ein wenig auf Vordermann gebracht, Herr Vogt. Darüber ist aber leider das Revier ein wenig verwildert. Da kommt ja unser Besuch gerade recht. Nehmt zur Kenntnis, dass diesen Herrschaften die Jagd im Revier uneingeschränkt gestattet ist. Ich habe verstanden. Vielleicht können Sie ja helfen, das Revier von unliebsamen Schädlingen zu befreien. In der Tat wäre das sehr gut. Nun, Eva, werter Jagd. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich zu meinem rustikalen Domizil begleiten. Dort stehe ich euch meinetwegen für weitere Fragen zur Verfügung. Ansonsten steht es euch frei, das Revier zu erkunden. Woher kommt schon? Gehen wir doch gerade mal mit. Über den baldigen hohen Besuch informiert? Wie Mensch. Kann ich dir helfen? Vorzüglich, da bin ich ja. Was gibt es denn? Du darfst mal noch mit.
Schon wieder Kuan für die Redekunst. Ja, bitte. So, hopp, hopp, hopp. Mal gucken, was das wird. Ich fürchte, es ist noch einiges vorzubereiten für die Jagdgesellschaft der Hohen Herren. Wie lauten eure Anordnungen? Meine Anordnungen? Was für eine Frage. Selbstverständlich muss das Revier in den allerbesten Zustand versetzt werden. Sorgt dafür, dass nur hochwertiges Jagdwild vor die Augen der Herren treten kann. Außerdem ist eine gründliche Instandsetzung der Jagdresidenz vonnöten. Die eine oder andere Dekoration könnte nicht schaden. So, das ist abgeschlossen, sehr schön. Wie ihr meint, Herr Vogt. Hattet ihr denn eine angenehme Reise, Herr Vogt? Leidlich, sehr leidlich, mein lieber Jagdmeister. Aber sprechen wir noch nicht. Ja, scheinbar sind wir angekommen. Hallo Jagdsitz. Da wären wir. Wie ihr seht, habe ich ein paar Verbesserungsarbeiten am Haus durchführen lassen. Ist das so? Gut, dass ihr mich darauf hinweist. Ich wäre sonst nicht darauf gekommen. Ich nehme an, ich sollte euch loben, aber leider fehlen mir im Moment die richtigen Worte. Na dann. Erfreut euch kennenzulernen. Wenn ihr Fragen oder ein Begehr rund um die Jagd habt, wendet euch getrost an mich. Herr Plank, gibt's bei der Jagd hier irgendwas Besonderes zu beachten? Ihr habt doch eine Jagderlaubnis. Ihr könnt also ganz unbesorgt auf die Pirsch gehen. Wenn ihr möchtet, könntet ihr dem Vogt allerdings einen Gefallen tun. Ich bedarf eines Gefallens. Erzählt doch mehr, Jagdmeister. Sehr wohl. Uns plagen im Moment einige Riesenhirschkäfer. Jemand muss ihnen Einhalt gebieten, sonst sind bald alle Bäume kahl gefressen. Sollen wir euch also die Riesenhirschkäfer finden und erlegen? Mir steht nicht zu, dies zu fordern. Aber sprecht mit dem Vogt und fragt, ob ihm diese Idee gefällt. Ich bin sehr angetan von diesem Vorschlag. Seid doch so liebenswürdig und befreit uns von dieser Plage. Für jede Giftdrüse oder was ihr auch immer bei diesen Viechern findet, bekommt ihr eine Belohnung. Ihr habt den Vogt gehört. Wendet euch zum Südufer, dann müsstet ihr auf die Riesenhirschkäfer treffen. Und seid nicht allzu enttäuscht, wenn ihr keine Giftdrüsen findet. Gut, vorher möchte ich aber noch ein wenig mit euch handeln. Was denn? Ja, Jägergedöns, in Ordnung, Fallen. Hirschkäferdolch, ja. Hier Kunde mit angelegt, brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt. Dies ist die bescheidene Jagdresidenz meines Herrn. Ich würde euch bitten, euch wie zu Hause zu fühlen, wenn ich nicht darunter eine Beleidigung verstehen würde. Gut, dürft ihr euch mit einer Frage behelligen. Wenn es denn sein muss. Wer ist denn der eigentliche Besitzer dieses Anwesens? Dieses bescheidene Jagdrevier dient Graf Orsino von Falkenhag zur Zerstreuung von seinen, nennen wir es mal Regierungsgeschäften. Obgleich doch auffällig viele junge Damen dabei eine Rolle spielen. Wollt ihr etwa noch mehr wissen? Könnt ihr mir mehr über Orsino von Falkenberg sagen? Der Herr Graf vom Angbarer See ist zudem auch noch Baron von Zwischenwasser. Ein Titel reicht wohl nicht. Ich bin mir sicher, da werden auch noch mehr dazu kommen. Aufgrund seiner galanten Art und seinen vielfältigen Bekanntschaften steht er am Kaiserhofe in höchster Gunst.
was ich von mir nicht behaupten kann. Wollt ihr etwa noch mehr wissen? Was genau ist eure Aufgabe hier? Just im Moment bereite ich die Ankunft einer erlesenen Jagdgesellschaft vor. Freiherr Answin von Rabenmund ist eingeladen. Bei einem Mitglied der kaiserlichen Familie wird es viele Fettnäpfchen geben, in die ich treten kann. Ihr könnt euch vielleicht denken, dass für diesen Anlass noch einiges zu präparieren ist. Das Revier muss von unliebsamen Gästen gesäubert werden. Von dem Zustand des Jagdhauses ganz zu schweigen. Wollt ihr etwa noch mehr wissen? Könnt ihr mir etwas über den Adel und die Politik erzählen? Eines der langweiligsten Themen überhaupt. Aber bitte. Was wisst ihr denn über Graf Grovin von Ferdok? Grovin, Sohn des Gorbosch, war ein junger Zwergenkämpfer. Vor 5 Jahren dann erhob seine allergöttlichste Magnifizienz, Kaiser Hall, ihn zum Grafen von Ferdok. Gewisse Leute knirschen darüber noch immer mit den Zähnen. Und wie steht er zu Baron Dagin von Nadoret? Er ist der mächtigste Baron der Grafschaft Ferdok und gehört zum alten Adel. Aber im Vertrauen. Nach dem vermeintlichen Mord an seiner Schwester sind gewisse Leute der Ansicht, dass er nicht mehr ganz richtig im Kopf ist. Erzähl mir mehr über diesen Answin von Rabenmund. Der hat auch mal als Knappe angefangen. Allerdings als der von Kaiser Reto. Danach wurde er Reichskanzler und der Leiter der kaiserlich-garetischen Informationsagentur, der KGIA. Bis er es sich mit dem Großinquisitor Nemrod verscherzt hat. Nun, spätestens nach den Vorwürfen, er habe einen Mordanschlag auf Kronprinz Brien zu verantworten, hat sein Name ziemlichen Schaden genommen. Aber es soll tatsächlich gewisse Personen geben, die in ihm einen Gutmenschen vor Praios sehen. Okay, was haltet ihr von der Familie vom Iberstamm? Sie stellen die Fürsten vom Kosch und das schon seit dem Ende des Bosporanischen Reiches. Mächtig stolz sind sie auf ihren ersten Ritter, ihren großen Vorfahren Bardua, der an der Seite Rauls in der Dämonenschlacht focht. Aber vor nicht mal 100 Jahren, da hat es einen anderen Fürsten im Kosch gegeben. Für 2 Jahrzehnte hat Porquit von Ferdok geherrscht und meine Familie hat ihn unterstützt. Und wie immer haben wir auf den Verlierer gesetzt. Gut, Schluss mit Politik zu etwas anderem. Wollt ihr etwa noch mehr wissen? Simba? Bitte? Gibt es in eurem Jagdgebiet eine besondere Beute, die es zu erlegen gilt? Wie ihr ja bereits wisst, fressen einige Riesenhirschkäfer die Bäume kahl. Seid so gut und beseitigt sie. Gut, das dürfte kein Problem sein. Gehen wir auf Hirschkäferjagd. So, da kamen wir ja hier. Ein Ray. Oh. Relativ großer Pilz. Seid ihr? Wildschweine. Da ist was. Aha. Waldschröder, okay. Ei. Ich hab dich schon wieder nicht gebufft. Armer Trutz! Teichenauge! Achtung!
So. Prügelt hier schon mal drauf. Mhm. Sollte aber einigermaßen gehen, hoffe ich. Bei meiner Treu! Jawohl, das sieht doch gut aus. Was? Sorg du mal dafür, dass hier er nicht zu nahe kommt. Was? Du kannst das gleich mal erledigen. Ei? Komm, machen wir noch einen gezielten. Das waren hier alle, jo. So, ach, hier geht's weiter, okay. Na dann. Ja. Ja, das sieht's doch schon angenehm, muss ich ja zugeben. Zusammenhalten! Ja! So werden wir zum Zuschlagen. Gut, du bist wieder der Letzte da hinten. Ah, den Dachs. Okay. Was? Na gut, dann darfst du jetzt mal heute. Eorla. Wird gemacht. So. Einige Kieferzangen. Aber sicher. Gut. Mal gucken, was wir damit dann anstellen können. Schade. Hier müsste noch irgendwo einer rumliegen. Aber sicher. Auch nichts, okay. Das sind ja Wildschweine. Da ist ein Dachs. Hier scheint irgendwas rumzurennen. Ah, das sind noch Hirschkäfer, okay. Wird gemacht. Weiche! So, soviel dazu. Aber sicher. Ich denke, das sollte es nochmal gewesen sein. Eorla. Okay, wieder zurück. Mal schauen, ob wir jetzt mit Lob überschüttet werden oder so. Ah ja, und dann können wir auch die Folge schon beenden, sehe ich gerade. Dann geben wir das hier gerade noch ab. Gucken, ob wir dann direkt dann noch weiter machen. Also weiter jagen sollen. Was ist euer Begehr? Ich habe die Riesenhirschkäfer getötet. Ich nehme an, ihr erwartet eine Belohnung.
Hier, nehmt. Und sucht mich erneut auf, wenn ihr in der Gegend seid. Ich rechne damit, dass sich eine Vielzahl an Problemen ergibt, bei denen ich Hilfe benötige. Gut, unglücklicherweise muss ich euch da enttäuschen. Okay. Gut, dann. Achso, müssen wir wahrscheinlich mal hier später hier hinkommen. Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge bei den Elfen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Da habe ich lieber abenteuerliche Passagiere als stetig nörgelnde. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.